Also, wir fangen mal an. Kingdoms of Amalur, Re-Reckoning, und ich nehme mich hier mal raus, dann können wir uns vielleicht mal das Intro noch zusammen angucken. Mal gucken, was jetzt gleich passiert. Wie gesagt, ich habe es lange nicht gespielt. Okay, dann erstmal doch kein Intro. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe es noch überhaupt nicht gespielt heute. Also ich habe es runtergeladen heute und habe es dann gleich installiert und dann noch gar nicht wirklich reingeguckt. Gucken wir bei den Optionen rein. Helm ausblenden, Tutorials. Ja, Deutsch, ist alles gut. Die machen wir mal ein bisschen runter. Schaden kann das nix, glaube ich. So, neues Spiel. Ich kann mich noch daran erinnern, es war halt, es gab irgendwie drei Klassen in dem Spiel. Ich glaube, Kämpfer, Mage und noch irgendwas, so wie, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie so eine agile Klasse noch irgendwie. Man konnte da halt ein bisschen, zaubern auch, als Mage kannst du zaubern, aber es ging dann auch irgendwie so um so Chakren, die du um dich rumwirbeln konntest und tun und machen. Also ich fand es damals wirklich geil. Grafisch, ich habe es sogar auf dem PC noch, muss dazu sagen, aber die alte Version, das ist jetzt, irgendwie stimmt hier mit dem Ding oder was nicht. Die alte Version habe ich noch, nicht das Remaster, und da ist die Grafik schon etwas bisschen altbacken quasi. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt hier das Remake ist. Das ist am 8., glaube ich, rausgekommen. Vorgestern oder vor drei Tagen. Was haben wir heute? Den 11. Ja. Vor drei Tagen, glaube ich, ist es rausgekommen. Und neues Spiel. Wir machen mal normal. So, und jetzt ziehe ich mich hier nochmal raus. Ich glaube, jetzt kommt nämlich ein Intro. Wir werden mal gleich gucken. Kommt ein Intro? Kommt kein Intro? Die Frage aller Fragen. Es wäre übrigens echt super, wenn mir vielleicht jemand sagen könnte, wenn es denn dann passt mit dem... Moment, der Chat ist hier irgendwie weg. Warum ist der Chat weg? Wenn es passen sollte mit dem Ton. Das wäre echt nice. Wieso ist denn mein Chat jetzt hier nicht mehr da? Ja, kann man machen. Warum? Gut, dann gehen wir halt hier wieder zurück zu Twitch und gucken da im Chat nach, falls jemand in den Chat geschrieben haben sollte. Hallo an alle, die da draußen sind. Und wir gucken hier auf den Ladebildschirm. Ich bin gespannt, wie es jetzt dann gleich losgeht. Ich hoffe. Ich sag mal Prost. Von Rosel, ich grüße dich. Ich leise Sound laut. Okay, das ist nicht so schön. Obwohl ich, wenn ich hier gucke, ja eigentlich relativ guten Ausschlag habe. Ist es jetzt etwas besser? Alter, was macht denn der da? Achso, ich muss hier drücken, wa? Oh Gott. Ich hab da genau den... ich hatte da genau den... mein Mikrofon... Arm davor. So, wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im zweiten Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien. In einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde. Welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gatflu, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen.
einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gadflo und seine Anhänger, die Tuatha De Jon, glaubten, im Osten unter Gadflos Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. Was glaubst du, haben wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht. So. Da sind wir wieder. Jetzt geht es also darum, unsere Rasse mal zu bestimmen und dann eben auch zu gucken, was wir hier machen können. Männlein, Weiblein. Okay, freut mich, dass es besser ist, von Brosel. Vielen Dank für die Rückmeldung. So, Almaien. Die Almaien sind eine kriegerische und religiöse Nation, um deren Herkunft sich zahlreiche Geschichten ranken. Viele Almaien kommen auf der Suche nach Freiheit in die Feienlande, halten dabei die Tradition ihrer Heimat jedoch stets in Ehren. Volkboni, Überzeugung +1, Schmiedekunst +2 und Alchemie +1. Varani. Abgehärtet durch ein Leben auf See gibt es unter den Varani ebenso viele Piraten und Söldner wie gewiefte Händler. Sie bevorzugen Schwerter und Dolche als Waffen, die auch für einen Kampf auf See geeignet sind. Sinneschärfe, Schlösserkunde, Handeln, okay. Ljosalfa. Die Ljosalfa sind ein altes, stolzes Volk aus den gefrorenen Ländern des Nordens. Sie halten sich selbst für fähig, bei allem, was im Wind, der Sonne und unter dem Himmel existiert, richtig von falsch zu unterscheiden und sind in ihrem Urteil stets gerecht und angemessen. Ah, okay. Gemmenschleifen, Bann und Alchemie. Und ein Dokalfa. Die Dokalfa sind als kultivierte Gelehrte auf den Gebieten der Magie und Diplomatie bekannt. Sie schrecken nicht vor einer Auseinandersetzung zurück, ziehen es jedoch vor, Streitigkeiten feinsinnig und anmutig oder effizient und in aller Stille zu lösen. Okay, also das scheint dann hier so ein bisschen der, wie heißt es, der Schurke zu sein. Überzeugung, Schmiedekunst. Ich nehme mal den, den Varani, würde ich sagen. Und ja, schauen wir mal. Okay, Vrekor, Gott des Feuers, Schutzgott der Schmiede. Schutzgott hat Feuerschaden, Feuerresistenz. Was haben wir hier noch? Njordia, Eisschaden, Eisresistenz. Ah, okay, verschiedene und keine. Du bist keinem Gott verpflichtet und genießt die Vorteile deiner Unabhängigkeit. +1 Erfahrungsbonus. Giftschaden? Schutzgott der Braukunst, das gefällt mir schon mal. Belen, Gott des Todes, Volltrefferchance, Volltrefferschaden.
Ich würde mal sagen, wir gehen hier eigentlich recht gut mal als Krieger mal so ein bisschen hier rein. Ah, okay. Können wir uns ein Gesicht auszoomen? Er sieht sehr Wikinger-mäßig aus. Der so ein bisschen... Ah, man kann auch... Okay. So ein bisschen wie ein Verrückter aus... wie heißt's? Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Schön abgefahren. Ah, okay. Jetzt kann man noch ein bisschen was anpassen. Okay, hier so eine Kneipengesicht. Also mehr gibt's nicht. Also ich weiß gar nicht, ich kann mich echt nicht mehr wirklich dran erinnern, wie das war früher. Also sprich wie ob das früher auch schon so war oder nicht. Das ist schon zu lange her. Also sorry, das weiß ich nicht mehr. Machen wir mal so einen richtigen Haudegen hier. So ein bisschen von der Sonne gegerbt. So, Augenfarbe. Irgendwas Helles. Machen wir mal das hier. Eine Lidschattenfarbe. Ah ja, ist, kann man machen. So ein bisschen dunkel. Lidschattenintensität. Kann es übrigens sein, dass das Bild ein bisschen dunkel ist oder täuscht mich das? Oder geidert? Ich muss mal hier gerade mal gucken. Ist da ein Filter drauf? Nee. Guck mal, ob ich hier vielleicht ein bisschen heller machen kann. Sagt mir mal vielleicht, ob das jetzt besser ist. Bitte. Bei mir kam es hier... Also ich habe... vielen Dank für die Rückmeldung von Brosel. Ich habe es jetzt mal ein bisschen heller gemacht. Vielleicht ist es jetzt besser. Wir müssen mal nachher mal gucken im Spiel nochmal. Okay, Lidschatten, Bart stoppeln, die Farbe. Okay, den Bart an sich können wir anscheinend gar nicht ändern. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kupferkinn jetzt hier. Da machen wir mal den Hautton. Bartstoppelintensität. Na gut, jetzt haben wir ja eh keinen drin. So, den machen wir. Achso, Haare können wir noch machen. Hier eine andere Frise für unseren... Aha, aha, aha. So, hier so ein schön Meister Propper. Ah. Oh, das sieht... das wollen wir eigentlich gar nicht so lange dran aufhalten. Ah, was spielst du heute? Das ist natürlich auch eine gewagte Frisur hier mit den zwei Affenschaukeln da dran. Geht's heute bei dir wieder weiter mit Seven Days? Ja, das sieht ein bisschen sehr kantig aus. Wir nehmen mal ihn hier. Er ist gar nicht schlecht. Haarfarbe können wir so lassen. Gesichtsbehaarung. Ah, das sieht so ein bisschen sehr nach Berliner Hipster aus. Ja, wir lassen das mal, wie es war. Das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht hier mit seinen Troddeln. Auch mit dem... So, Erik der Rote mäßig. Machen wir mal so. Ja, komm, dann machen wir die Haarfarbe auch so. Wunderbar. Und die Augenbrauen, naja, die müssen ja auch dann so sein. Ah, Red Dead, das steht bei mir auch noch auf dem Plan. Das ist natürlich auch mal ein ziemlich geiles Spiel. Auf der PlayStation angefangen und dann mal auf dem PC auch noch geholt, weil, finde ich einfach, ist ein geiles Spiel. Wollte ich auch noch mal machen. Viel Spaß wünsche ich dir. Ja, morgen kann ich leider nicht dabei sein. Morgen sind wir eingeladen. Zum Grillen und da geht los morgen. Ja, komm, der behält hier, der hat ja jetzt, der kannst ja behängen wie ein Pfingstochsen, den Kollegen. Wir lassen hier mal oben das da in seiner, da. Eine Tätowierung, oh ja, das ist natürlich auch nice.
So ein Fliegenschiss komplett auf den Kopf. Oh ja, einmal ins Wasser, so reingefallen. Bla. Totenkopf. Das sieht natürlich nice aus hier. Machen wir mal so einen kleinen, so einen netten, genau so, komm. Tätowierung, Intensität, kann ein bisschen verblasst sein, weil wir sind ja nicht mehr der Jüngste. So. Haben wir's? Haben wir. So, dann weiter geht's. Ein Warani muss wohl ein Söldner gewesen sein, den der Krieg hergeführt hat. War ja klar, wie das für ihn endet. Aber er ist in einem ziemlich guten Zustand. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht. Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. Tja, er hat dann doch vor, ihm einen Namen zu geben. Wisst ihr was, da lassen wir einfach Stieg an dir. Der ist ja gar nicht mal so schlecht, der Name. Jawohl, den machen wir. So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Und ab in die Luke. Der Geruch weckt Tote auf, da kannst du von ausgehen. Pfui, Katze. Ja, das glaube ich, dass einem da schlecht wird. Mhm. So, also, willkommen im Spiel. So, jetzt gehen wir jetzt mal Tutorial. Können wir hier irgendwas machen? Okay, hier Y wahrscheinlich die wichtigste. War das Y? Nee, B, die wichtigste Taste wahrscheinlich, die man hier hat. Die Ausweichrolle. Hier, willkommen bei Dark Souls. okay. Können wir springen? Nee, wir können aber rennen. Oh, da. Okay, hier können wir rennen und ducken. Was haben wir denn hier? Ausweg finden. Experiment, Entsorgung. Geheimhaltung ist noch immer wichtig für unsere Arbeit. Die bedauerlichen Fehlschläge müssen sorgfältig entsorgt werden. Die sich stapelnden Altkörper in den unteren Höhlen werden zu einem Problem. Es wurde ein Brennofen bereitgestellt, um den Abfall zu entsorgen. Die Beseitigungsarbeiten dürften dadurch etwas weniger unangenehm werden. Es wird jedoch davon abgeraten, strömungsabwärts von den Aschehaufen Wasser zu trinken. Gewiss keine schöne letzte Ruhestätte für die armen Dinger, doch als Trost sei gesagt, dass es ohnehin nicht ihre ursprünglichen Körper waren. Fumorus Huge oder Hutches. Okay. Gibt das nicht Seife dann quasi, wenn man so Ascheauslaugung und so? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es nicht so lecker. Was haben wir denn hier? Ein Skelett. Aha, Gold. Naja, nu. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock hier zu probieren, ob man da runterfallen kann. Das möchte ich nicht. Die Truhe kann man auch nicht mehr. Okay. Ah, hier können wir gleich wieder was befeuern. Und ab dafür. Falls es noch zu dunkel sein sollte, sagt mir mal bitte Bescheid. Dann versuche ich das gerne nochmal heller zu machen. Ja.
Punkt. Oh, erste Waffe gibt's, okay. Rostiges Langschwert. Besser als nix. So, was haben wir denn hier? Quests haben wir. Aus der Dunkelheit, okay. Ich bin irgendwo tief unter der Erde in einem Leichenstapel erwacht. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wer ich bin. Und es gibt auch keinen Hinweis darauf, wo ich sein könnte. Ich muss einen Weg hier rausfinden. So. Kann gerne noch ein bisschen heller. Gut, lieber Van Brosel, dann machen wir das doch. Oder warte mal, ist es jetzt? Wird das dadurch besser? Ich hoffe mal, jetzt kackt hier nicht gleich alles ab. So, jetzt nehme ich hier den... Jetzt muss ich gerade... Warte mal, ich muss mal gucken hier. Den Filter jetzt wieder raus. Bupp. So, jetzt probieren wir es so nochmal. Ich musste hier leider alles komplett neu einstellen. Und von daher alles ein bisschen blöd. So, jetzt nehmen wir aber hier mal unser Schwert. Waffen. Hast jetzt einen Lurker verraten? Hoppala. So, primäre Waffe. Rostiges Lang... Oh, das sieht aber wirklich sehr rostig aus. Okay, Körperschaden durch Bohrungsschaden. Das ist okay. Wir können auch sekundäre Waffen tragen. Das weiß ich gar nicht mehr. Das, Gegenstände. Achso, die Notiz. Okay. So. Ja, mehr haben wir noch nicht. Oder haben wir noch irgendwas in irgendwelchen Körperöffnungen vielleicht versteckt? Ja, okay. Die Tunika, die haben wir noch an. Gut, dann machen wir mal weiter. Moinsen, Nico. What? Wieso wird das dann... Hä? Nein, ich... Das ist wirklich... Das ist... Ich, Hund, Katze, Ball. Ich glaube, das Spiel ist ja dunkel. Zumindest bei mir jetzt hier gerade noch. Sie sind überall. Lauft! Ach du Scheiße. Flieht, Kinder des Staubs. Flieht vor der Macht der Tuatha. Alles klar, die Tuatha, also nicht die netten Jungs. Kann ich denn hier... Das ist blocken? Okay. Ah, hier, mächtiger Swoosh. Alles klar, hier mal ein paar Tuatha schnetzeln. Kommt mal ran. Ih, Ratten. Okay, Fässer sind anscheinend Kumba. Ah, doch nicht. Okay, so. Ach, Kackvieh. Jetzt war da, glaube ich, wahrscheinlich gerade ein, wie man das hier locken kann, oder? Den Gegner locken kann. Kommen wir nicht rüber? Der macht da gerade hinten mal richtig sauber, da, der Typ. Das ist nicht so schön. Okay, wird spannend. Er macht aber... Kind des Staubs, da wird kommen. Okay. Verfolgt er uns jetzt? Oder was ist da hinten los? Nee. Hilfe! Bitte! Irgendjemand muss mir helfen! Ich glaube, ich bin irgendjemand. Was ist das? Nichts. Ihr da! Ihr dort oben! Bitte helft mir! Jo. Bitte! Von einigen Stellen kannst du herunterspringen, drücke A, wenn die Springanzeige erscheint. Noch mehr sterblicher Abschau, wie auch immer ihr werdet alle sterben. Ja, natürlich. So, schön reingelaufen ist er. Geschnetzelt. Noch jemand ohne Fahrschein? Nein. Geh weg. Achso. Danke. Ich danke euch. Also, wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt. Augenblick. Ich habe euch schon mal gesehen. Auf der Bahre. Ihr wart tot. Wie ihr guckt. Es hat funktioniert. Bei den Büchern. Es hat funktioniert.
Ihr lebt! Ja. Okay. Er heißt Enzel. Was ist mit mir geschehen? Ich bin nicht tot. Was ist mit mir geschehen? Würde ich mal sagen. Nun ja, ihr seid gestorben. Ich weiß nicht wie und noch nicht einmal wo. Aber euer Körper wurde im Seelenquell neu erschaffen und irgendwie hat es funktioniert. Ja, gut. Der Quell hat eure Seele wieder in euren Körper versetzt und es hat funktioniert. Wir müssen euch unverzüglich zu Professor Hughes bringen. Er wird einige Fragen an euch haben. Okay. Wer sind diese Angreifer? Wer ist Hughes? Ich habe auch einige Fragen. Ja, machen wir doch mal, wer ist Hughes? Professor Fomorus Hughes, der Seelenquell, ist sein Lebenswerk. Okay. Die Tuata dringen durch die unteren Ebenen ein. Wenn wir uns beeilen, müssten wir vor ihnen oben sein. Nehmt diese hier. Sie werden euch helfen, lange genug zu überleben, um Hughes zu erreichen. Und nun lasst uns gehen. Aha. Okay, jetzt können wir mit dem noch reden. Der Seelenquell? Der Seelenquell ist gleich dort vorne. Ihr werdet schon sehen. Alles klar. Und er funktioniert. Er hat euch ins Leben zurückgeholt. Wir werden später genügend Zeit für Erklärungen haben. Aber jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Aye, aye, Captain. Die Angreifer. Wer sind es? Güte. Ihr wisst es nicht? Mm-mm. Der Vorgang hat vielleicht eure Erinnerungen beschädigt. Sie sind die Tuatha De Jonn, die Feinde aller jungen Völker. Wir haben sie noch nie so weit im Landesinneren gesehen, nicht einmal während der Invasion. Ich weiß nicht, warum sie hier sind. Okay. Und was hat's mit dem Tod auf sich? Ich könnte euch mehr erzählen. Als wir euren neuen Körper aus den Wassern des Quells gezogen haben, war nicht die geringste Spur von Leben in ihm. Also haben wir ihn einfach mit den anderen in den Ofenraum geworfen. Was wir natürlich nie getan hätten, wenn wir es gewusst hätten. Von Brosel, vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß bei deinem eigenen Stream. Bis bald. Ciao, ciao. Also, wo ist Hughes? Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein. Zumindest hoffe ich, dass er dort ist. Und in Sicherheit. Okay, das werden wir sehen. Ich kümmere mich kurz um diese Tür. Ja. Hier entlang. Ja, darf ich erstmal hier nochmal looten? Das wäre echt nett von dir. Alte Stiefel. Können wir die gleich anziehen? Nee. Okay, gucken wir uns das mal an. Inventar. Rüstung. Okay, wir haben ja noch gar nichts an der Bene. Ja. Einfacher Heiltrank. Alles klar, alles klar. So. Hier können wir noch Luti. Abgetragene Gamaschen. Also da können wir gleich nochmal da rein. Die dürften doch bestimmt besser sein, ne? Genau, hier plus 5 Volltrefferschaden. Dann können wir das hier, ja genau, Plunder hinzufügen. Das kann man doch dann bestimmt irgendwo verkaufen oder so. Nico, alles gut bei dir? So von wegen Interaktion und so. Abgewetzte Rüstung. Nehmen wir doch. Gleich anziehen hier, komm. Zack, zack. Plus 12 Volltrefferschaden. Naja, nicht schlecht. Okay. Und gleich mal die Arme zeigen. Ist es eigentlich in den Kisten irgendwas drin? Ah, okay, Gold. Gut, Frage erledigt damit. Also lohnt sich das Kisten kaputt hauen. Jetzt kann man mit ihm ja nochmal reden oder was, aber eigentlich muss ja nicht, ne? Ich glaube, wenn er was will, dann sagt er schon. Geht hier nur was? Nö. So, Junge, rennen. Das ist es, worauf Sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, okay. Der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Mhm. Sieht gespenstisch aus. Oh oh. Immer muss irgendjemand was kaputt machen, verstehst du? Immer. Okay.
Können wir mit... Wo ist denn der Kleine hier? Können wir mit ihm nochmal reden? Wir müssen euch zu Professor Hughes bringen. Ja, da sind wir ja auf dem Weg hin. Gut. Los, los! Los, los, hetz mich nicht. Kleiner Scheißer. Guck, ob hier nicht mehr irgendwas Schickes rumliegt. Aber ich glaub's mal fast nicht. Na. Außer noch mehr. Was uns hier vielleicht auf den Kopf fällt. Na, kommt man nicht durch, ne? Ne. Okay, machen wir mal die Tür auf hier, die unübersehbare. Huch. Okay, wieder. Das muss ich noch mal kurz gucken. Will man hier den... Schade, das zeigt da jetzt nicht mehr an, wie man hier die, die Leute hier fokussieren kann. Ich mach's mal hier auch noch mal ein bisschen heller. Gucken, wie es jetzt hier im Stream ausschaut. Ja, ich glaube, es ist okay. Oh oh. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Ja. Juti. Ein Schild besorgen. Naja, guck mal, hier wird blinkert, wird wohl ein Schild sein. So, was haben wir hier? Ein schickes Kissen. Ups, daneben. Hallo. Ein Dietrich. Okay, nice. Zerrissene Handschuhe und ein Dietrich. Dietrich ist immer gut. Heißt, es gibt also auch Schlösser zum Knacken. Ich weiß das gar nicht mehr. So lange her, echt, das, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und von daher muss man sich da mal ein bisschen drauf einlassen. So, jetzt nehmen wir hier noch... Oh, das... Ja, sehr gut. Hast schon, spielst du schon wieder kräftig oder hast du es erstmal nur geholt? Also nur in Anführungsstrichen. So, dann nehmen wir mal das Schild. Hoch. Rüstung. Okay. Was für ein kleiner Schild. Moment mal. Habt ihr etwas gehört? Nein. Nein. Oh doch, ich hab was gehört. Okay, komm her. Und aufs Maul, komm. Ein bisschen Katzenwache für dich. Und dann rasieren wir dich hier mal ein bisschen. Mehr brauchen als nur dieses Schwert. Der dort hatte doch einen Bogen. Nice. Nehmen wir noch einen Bogen. Sehr schön. Was, du hast schon 2 Level gemacht? Du bist ja echt ein Schuft. Siehst du, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich überhaupt... Ich habe mir ja diese... Das wusste ich überhaupt. Habe ich überhaupt nicht darauf geachtet. Eigentlich wollte ich gar nicht die ganz teure Version kaufen, sondern die etwas günstigere. Und habe... und da sind ja 30 Tage Spielzeit mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt schon anfangen oder ob die erst später anfangen. So, wie kann ich jetzt hier mit dem Bogen? Okay. Dann machen wir hier doch mal da die Heiltränke rein. Und das kann ich hiermit aufrufen. Okay. Warte mal, ich muss hier mal kurz... Achso, ja, das geht ja wieder nicht. Kacke. So, wie kann ich jetzt den Bogen denn hier nutzen, mein Freund? Aha! Look at this! Und laden sich die Pfeile wieder auf, oder was? Aha, sie laden sich wieder auf. Das ist schon mal gut. Also hier mit dem... Was willst du denn jetzt? Wer will hier sterben?
Außer du. Kackvogel. Dort vorne sind Bogenschützen. Schaltet sie aus. Mit dem Einloggen? Okay. Gleich mal ein bisschen kräftiger schießen. Da mich jetzt erwischt. Na los, geht schon. Dem Einloggen. Ich hab, war nämlich auch schon mal drin jetzt nochmal, aber ich bin mir gar nicht sicher, weil du kannst doch eigentlich... Eigentlich kannst du doch... auch so spielen, oder? Achso, nee, das stimmt, das geht ja gar nicht mehr, ne? Wegen Level schon zu hoch. So diese freie Version. Oder täusche ich mich da? Kannst du mir folgen? Kannst du mal... Rutsch doch mal, Junge. Was haben wir hier? Abgewetzte Dokumente. Die Schrift aus diesen Dokumenten ist völlig verblichen. Die Dokumente sind wertlos. Also Plunder. Dietrich ist immer gut. Der Herr Heinrich... Kamera hier ein bisschen strange. Was haben wir denn hier Schönes mit dabei? Rostige Beinplatten. Bringen die was? Blockeffizienz, Nahkampf. Komm, verkaufen wir den Scheiß. Auf Level 20, stimmt, genau. Ja, die wollen immer alle nur das Beste von einem, ne? Das Geld. Ja. Dolche sind tödlich. Wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen, ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als wett. Okay. Ja, sind, genau, ich bin ja aber eigentlich, bin ich ein Schurke? Ich dürfte eigentlich kein Schurke sein. Ja, macht ein bisschen weniger Schaden. Da oben sieht man es, 9 und 8. Aber geben halt 7 Körperschaden. Ja, sind halt ein bisschen... Werten das so ein bisschen auf mit ihrem Durchbohrungsschaden. Jetzt haben wir denn hier noch Gegenstände. Achso, die Dietriche. Die könnten wir eigentlich auch mal hier reinlegen. Achso, das geht nur mit diesen Konsumgütern. Okay, dann halt nicht. Funkels. Ja. Rostige Stulpen. Sind die besser? Sind eigentlich besser, ne? Ja, komm, weißt du was? Die rüsten wir mal aus. Jetzt müsste ich nochmal gucken, wie ich hier in den Plunder kann. Hier Plunder. Und die... Aus dem Plunder raus. Und dann die anziehen. Und. Ah, jetzt werden wir langsam eisig. Ich weiß es aber gar nicht mehr, ob man dann sogar auch langsamer wird. Aber ich glaube nicht, dass hier Gewicht keine große Rolle spielt in dem Spiel. Aber wir werden sehen. Noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Okay. Drücke RB, um den Verstohlenheitsmodus zu aktivieren. Aha. Okay. Kennt man ja vielleicht von Skyrim. Aha. Meuchel, Meuchel, Meuchel. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Verbeulter Kürass. Auch gleich alles ausrüsten, was man hier so hat. Komm, peng. Bleibt der jetzt in dem Modus? Ja, er bleibt in dem Modus. Komm, einen von denen schnappen wir. Sneaky, sneaky. Seht nur, wie das sterbliche Ungeziefer. Batsch, batsch.
Ich wollte gerade sagen, der andere hat nichts gemerkt oder was, aber was halte ich jetzt für ein Gerücht? Okay, haben wir beide lang gemacht. Irgendwie ist die Kamera ein bisschen sehr nah dran, wa? Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Kann man das noch ändern? Aber ich glaube nicht. Option. Nein. Ah doch, Kamera. Sanfte Kameraführung, Verzögerung, Kamerahöhe, Kameraentfernung. So muck wie dat. Ein Sichtfeld machen wir noch mal ein bisschen höher. Ja, so ist doch schön. Guck mal. So hat man doch hier ein bisschen mehr vom Spiel, ne? So, hüpf. Wie waren hier hüpfen? Ach, gar nicht. Kommt man gar nicht runter, wa? Ah, hier. Alles klar. Verstehe. Öffne Tür. Sesam, öffne dich. Hey. Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht mehr dran ist, als es den Anschein hat? Halt den T gedrückt, um auf deine Fähigkeiten zuzugreifen. Drücke dann X, um deine Fähigkeiten Sturmbolzen. Alles klar. Sturmbolzen. Bam. Was seid ihr? Das weiß ich auch noch nicht. Sturmbolzen. Welch eine Macht. Ja. Irre. Sturmbolzen. Okay, also wir können alles, außer wir können nicht springen, ne? Nein. Wir können tatsächlich nicht springen. Er kann alles, aber nicht springen, unser Charakter. So what? So, Spinnenmemo. Ach herrje. Hughes, wir haben euer Ersuchen befolgt und das Spinnenproblem ist nun endlich unter Kontrolle. Claude wird versuchen, die Säuberung als Erfolg für sich und seine Prätorianer darzustellen, aber meiner Ansicht nach übersieht er dabei den Anteil meiner raschen Auffassungsgabe und scholaren Arbeit am Gelingen dieser Aktion. Bei der Aufsicht der Vernichtung der Spinnen ist mir aufgefallen, dass von dem Spinnengift betroffene Wachen steife Gelenke und gespannte Haut hatten. Symptome, die zu einer möglichen Lösung der Probleme mit dem inneren Zusammenhalt der Schöpfung des Quells führen könnten. Ich hätte besagte Symptome gerne gründlicher untersucht, aber die Wachen haben meine Befehle zur Verabreichung von Gegengiften rundheraus ignoriert. Ich bitte daher darum, einige dieser Spinnen zu fangen und ihr Gift für künftige Tests abzuzapfen. Außerdem vertraue ich darauf, dass diese ungehorsamen Wachen sofort bestraft werden. Ich verlange für mein unaufhörliches Streben nach Wissen keine Medaille, keine Beförderung. Ich bitte euch lediglich inständig darum, mich aus dem Leichenentsorgungstrupp zu nehmen. Guran. Okay. Nehmen wir mal mit. Alles klar. Ach, da sind die Spinnen hier hinten. Pfui, Deibel. Das sind ja große Biester. Wie war das hier? Ja, hier, Sturmbolzen. Okay, konkret daneben. Alles klar, kann man nicht anvisieren. Auch nicht weiter schlimm. Hat hier El Gnomo noch was zu sagen? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr noch ein wenig wackelig seid, aber geht einfach weiter. Alles klar. Los, los! Hetz mich nicht. So, was haben wir hier? Zerrissene Robe, Goldmünzen, Schlangengift und Mana-Trank. Ja, aber so eine zerrissene Robe klingt doch schon wieder so nach Magier-Heini oder wie. Ja, siehst du, Mana-Regeneration. Achso, wir haben noch gar keine Robe an, oder? Nö. Ha, alles klar, ich verstehe. Dann ist das ja nicht schlecht. Nico, das heißt, welches Level bist du jetzt? Bei WoW. Pfeift denn hier immer so? Oh. Da hängt einer an der Wand. Abgetragene Handwickel. Ne, das ist jetzt. Da kommen wir hier noch dem Magierzeug hier näher, oder? Konsumgut. Mana erhöht den Schaden deiner Giftangriffe. Ja, wie oft?
116 oder schon 117? Okay. Muss ich ja langsam mal... Hauen wir mal weg hier dazu. Ups. Muss ich ja langsam mal wieder mitmachen, ne? Mittelleveln quasi. Aber noch ein bisschen haben wir jetzt. Ach du Scheiße. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit, wollte ich sagen. Eigentlich wollte ich mal so Sturmbolzen. Bam, Baby. Eat this. Hier, da hängt sie. Irgendjemand. Jut, jut, jut. Ein Stab erhalten. Ich will aber kein Magier sein. Ja, ganz langsam. Ich meine, ein bisschen Zeit ist ja noch, aber... du weißt ja, wie das ist, ne? Es geht ja, es macht ja auf einmal zack und auf einmal ist der 27. Oktober. Okay. Also, der Tunnel ist vollständig bedeckt. Vielleicht könnt ihr uns ja mit diesem Stab einen Weg hin. Alles klar, also man musste den jetzt nehmen. So, hier schön Fackelmann und Sohn. Noch mehr Spinnen. Verbrennt sie los. Ja, doch. Feuer mögen Spinnen, glaube ich, jetzt nicht so. Aua, du Penner, du. So, hier kommt verwundet. Jetzt bist du gleich nicht mehr. Das ist jetzt nicht so schön, dass der jetzt hier die Rolle nicht gemacht hat. Das wollte ich nämlich eigentlich. Grummel, 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 grummel. Okay. Gehen wir mal hier lang. Burn. Mach schön auf den Vorhang. Kann er die jetzt denn hier? Nee, irgendwie. Oh Scheiße, jetzt habe ich einen Heiltrunk getrunken. Einen Heildrink gedrinkt. Okay, mit rechts löst man das aus. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, wie man hier die, verschwindet von hier. Ja, halt mal. Wie man die Gegner da irgendwie ins Visier nehmen kann, aber irgendwie kriege ich das nicht geschissen. Bin mir auch sogar gar nicht sicher, ob es die Funktion überhaupt gab. So, what? Gut. Fuchteln wir hier ein bisschen mit unserem Stab in der Gegend rum. Okay, wir sind... Wer bist du denn? Ich bin kein Tuata, Depp. Ah, Claude. Ihr seid am Leben. Und wer ist das hier? Genau das versuche ich rauszufinden. Er ist aus dem Quell gekommen. Wie bitte? Dann sollt ihr besser reingehen und den alten Mann aufsuchen. Schnell, bevor diese Tuata... Hier trennen sich unsere Wege. Aber nehmt euch einfach alles aus dieser Rüstkammer, was ihr wollt. Nice. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen für euch. Sorgt einfach dafür, dass ihr es zu Jus schafft. Wir können die Tuata hier aufhalten. Na, dann macht das mal. Hallo Reza, grüß dich. Hi, schönen guten Abend. Ich brauche mehr Hilfe. 5%. 5% mehr Hilfe oder ist das jetzt eine Chance von 5%, dass wir das schaffen, da ihn zu überreden? Machen wir mal. Ich kann nichts mehr für euch tun, außer hier zu bleiben und die Tuata aufzuhalten. Damit. Aber immerhin ist das hier ja die Rüstkammer. Durchsucht die Truhen. Vielleicht haben wir ja ein paar Sachen okay. Für euch. Also diese mit ein wenig Glück sehen wir uns dann draußen. Ja. Chance, genau. Ja, vielen Dank. Schon gespielt, das Spiel? Draußen. Kennst du es? Oder? Also ich habe es früher mal gespielt, wo es rausgekommen ist. Ich weiß aber echt nicht mehr, ob ich es auf der Xbox gespielt habe. Eine Plattenrüstung. Nichts schützt einen besser als mehrere Schichten undurchdringliches Metall. Ein Klassiker. Aber auf irgendeiner Konsole habe ich es gespielt, aber ich weiß es gar nicht mehr, auf welcher es war. Und ich habe mich sehr gefreut, wo ich gesehen habe, dass es jetzt halt eben als Remake rausgekommen ist. Der macht das. Ja, gut. So. Ja.
Hat sich gelohnt. Ah, die ursprüngliche Version hast du auch gespielt. Reparaturkit. Okay. Ah, sehr schön. Oder jetzt hier sogar schon das Remake. Einfache Kleidung befreit Körper und Geist. Jo. Deshalb wird sie von Magiern bevorzugt. Lederrüstungen sind zwar dünn, dafür seid ihr in ihnen aber auch schnell genug, um einem Gegner an die Kehle gehen zu können. Ja, Mann. So, dann holen wir uns hier mal erst den ganzen Bums hier irgendwie ab. Jetzt fehlt ja nur noch, also Krieger hatten wir schon. Also jetzt kann man ja mit den ganzen Heinis noch reden, ne? Machen wir mal. Huch. Ah ja, ist sehr gesprächig. Nico, viel Spaß noch, schöne Grüße und schönen Abend. Bis bald, ciao. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte schon seit einer ganzen Zeit mal wieder auf dem Schirm und hatte Lust, es zu spielen, weil ich das immer in guter Erinnerung behalten habe. Deswegen hat es mich jetzt halt, wie gesagt, gefreut, dass es jetzt das Remake raus ist. Wenn ihr gehen könnt, braucht ihr meine Hilfe nicht. Jo, da hat sie recht. Ich hätte nie gedacht, dass der Quell funktionieren würde. Vielleicht wäre es auch besser, wenn er es nicht getan hätte. Und ich muss sagen, ich finde die Grafik ziemlich gelungen eigentlich. Also, es hat so einen gewissen alten Charme, aber es sieht trotzdem ganz gut aus. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Das mache ich. Heute sind viele gute Gnome gestorben. Ich hoffe, ihr seid es wert. Natürlich bin ich es wert. Guck mich doch mal an mit meiner Knackarschhose hier. Habe ich jetzt die Hose ausgezogen oder was ist hier los? Okay, dann kommt der weg. Ersetzt Oberkörper. Ne, komm, wir machen schon das hier. Abgetragene Gamaschen. Das sieht schon komisch aus. Blockeffizienz. Ah ja, komm, was soll's. Ja, schöne Flipflops da. Jetzt sieht beides komisch aus. Wir nehmen jetzt aber mal die hier. Okay, und den Schild haben wir, den Eisenkeitschild. Okay. Gut. Bau. So, hier, jetzt machen wir auf die Tür. Gehen wir mal beide. Ah, überall poltert's hier und tut und macht. Indem du RS drückst. Ah, okay. Kann man damit auch zielen? Ja. Okay. Mhm. Ich hatte ja eigentlich gehofft hier, dass das Spiel im Microsoft Game Pass oder im Xbox Game Pass mit drin ist. Aber man kann nicht alles haben. Vielleicht kommt es irgendwann, aber momentan war es noch nicht drin. Fortschrittsbericht über den Quell. Die Experimente stellen nun in 97,5% aller Fälle den Körper erfolgreich wieder her. Fehlende Gliedmaßen oder Finger waren meist schon vorher nicht vorhanden, sind also nicht mehr dem Versagen der Magie geschuldet. Dennoch gelingt uns immer noch keine vollständige Wiederbelebung. Auch nach langen Testreihen sind die Produkte kaum mehr als regungslose Haufen aus Haut und Knochen, obgleich vereinzelte Zuckungen auf vollständigen Erfolg in der Zukunft hoffen lassen. Ich weiß, dass einige von euch der Ansicht sind, wir sollten Leichen verwenden und die Körperherstellung komplett überspringen. Aber ihr müsst wissen, dass wir nie die Erlaubnis bekämen, mit dem tatsächlichen Körper einer Person zu experimentieren. Wir arbeiten zwar an der Herstellung von Leben, aber das heißt nicht, dass wir die Toten entweihen dürfen. Alle weiteren Beschwerden sind persönlich an mich heranzutragen. Fumorus Johatches. Hughes heißt er, glaube ich. Ich kann mir das immer nicht merken, wie der Knabe heißt. Südele. Und dann haben wir hier noch irgendwas oder nichts mehr? Da kommen wir her. Na
Ah, die Kamera, die ist mir ein bisschen zu flink irgendwie. Sanfte Kameraführung, ja, automatisch. Gegnerfokus, ja. Macht das automatisch oder wie? Naja, wir gucken mal. Die Scolia Arcana ist eine schnell geladene Sache und deswegen kann man das nicht besser lesen. Auf jeden Fall die Magierschule. Katzin. Ihr habt es geschafft. Und seht euch nur an. Trotz allem, was ihr durchgemacht habt. Die Tuatha. Eure Rückkehr von den Toten. Bitte entschuldigt. Das alles muss schrecklich verwirrend für euch sein. Ich bin Formoros Jus. Und dies ist mein Laboratorium in Alistar. Alles, was ihr hier seht, dient nur einem einzigen Zweck. Dem Seelenquell. Dem Streben nach Unsterblichkeit. Und ihr seid mein erster Erfolg. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Es gibt so vieles, was wir voneinander lernen könnten. Reza, tut mir leid, ich habe ganz vergessen zu fragen, wie es hier denn geht. Mensch, hier so vor lauter Spielen und tralala. Entschuldige bitte. Was geht denn hier überhaupt vor? Uns fehlt im Moment die Zeit für lange Erklärungen. Die Tuatha sind hier, um meiner Arbeit ein Ende zu machen, aber ich glaube nicht, dass sie von euch wissen. Noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir euch wohlbehalten hier rauskriegen. Ihr seid der einzige Beweis für das, was wir erreicht haben. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, den Quell zu retten, aber ich kann dafür sorgen, dass ein einziger Erfolg in Sicherheit ist. Okay, wo sind wir? Ich habe noch weitere Fragen. Lasst uns von dir verschwinden. Ich bleibe und kämpfe. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in den Feilenlanden, meilenweit vom Krieg entfernt. Ich dachte, hier wären wir vor ihm sicher. Aber wie es scheint, haben einige der Tuatha dennoch den Weg hierher gefunden. Ich habe noch weitere Fragen. Selbstverständlich habt ihr das. Aber bitte, wir müssen uns beeilen. Ha ja. Der Seelenquell. Er war mein Lebenswerk. Das Resultat jahrzehntelanger Forschungen mit nur einem einzigen Ziel. Den Tod selbst zu überwinden. Und nun seid ihr der einzige Beweis, dass er ein Erfolg war. Aber warum hat er bei euch funktioniert und bei niemandem sonst? Was unterscheidet euch von den anderen? Es gibt so viele Fragen. Und wenn wir antworten wollen, müssen wir euch an einen sicheren Ort bringen. Da ist was dran. Die Angreifer. Ihr wisst es nicht? Nein. Sie werden die Tuatha genannt. Sie waren einst Feinde des Hofes des Winters. Doch dann wurden sie von ihrem Herrn Gatflo verdorben. Aber wie haben sie uns hier draußen nur gefunden? Wir sind meilenweit von den Kämpfen entfernt. Dalentat ist bisher vom Krieg unberührt geblieben. Und warum sollten sie den Quell angreifen? Das ist natürlich eine gute Frage. Die Feie, was ist das? Die Feien sind kompliziert. Ich könnte allein 10 Bände darüber schreiben, welche Auswirkungen die Unsterblichkeit auf ihr seltsames Ständesystem der Höfe hat. Formoros Jus, was gibt's denn über dich zu berichten? Ich bin Formoros Jus. Jawohl. Schola des innersten Zirkels der Kunst der Belebung. Servus. Wir stehen hier über meinem Lebenswerk, dem Seelenquell. Aber es gibt so vieles, was ich über euch erfahren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein wenig durcheinander seid. Bisschen. Ein Nebeneffekt des Prismär vielleicht? Die Form des Beckens? Nein? Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Ja gut, Zeit ist immer so eine Sache und mit meinem Tod, was ist das so? Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen, aber euer Tod ist auch für mich ein Rätsel. Es scheint, als wären eure Erinnerungen mit eurem Körper gestorben. Wisst ihr, der Quell ist so konzipiert, dass er die Seele eines kürzlich Verstorbenen einfängt und dann in seinen Wassern dessen körperliche Gestalt neu erschafft. Eigentlich ganz einfach. Jo. Eure Wiedergeburt ist die erste, die wir wirklich einen Erfolg nennen können. Es gab zuvor schon andere, aber die Ergebnisse waren irgendwie nicht richtig. Okay, klingt komisch. Und jetzt fragen wir nochmal nach den Tuatha. Die Tuatha sind eine radikale Splittergruppe der Feien. Sie sind wahnsinnig, blutrünstig und unsterblich. Selbst wenn sie sterben, kehrt ihre Essenz in ihre Heimat zurück, um später wiedergeboren zu werden.
Sie hassen Sterbliche wie euch und mich und wollen uns vom Antlitz Amalurs fegen. Ich kann nur vermuten, wie sehr sie die Vorstellung hassen müssen, dass auch Sterbliche wiedergeboren werden können. Ja gut, aber ich meine, wir haben ja nichts gemacht, verstehst du? So, also dann sind wir mal bereit. Gut, sehr gut. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ich bleibe und kämpfe. Nee, lass uns mal lieber abhauen. Ja, ja, ihr habt recht. Ich habe meine Aufzeichnungen. Aber das Wichtigste ist, dass euch nichts zustößt. Ja, wir sind hier. Es ist einfach so, dass ihr... Speziell? Wartet, wo wollt ihr denn hin? Faszinierend. Einfach unglaublich. What? Ich weiß nicht, wodurch es bewirkt wurde, aber irgendwie... Nun, wie ich schon bemerkte, bin ich nicht sicher, was... Oh, oh. Ich sollte vielleicht mal nachsehen. Herr, Professor Hughes, Attentäter! Sie durchstreifen die Hallen! Sie sind dabei... Oh, oh. Das ist nicht gut. Hui. Oh, ich wurde hintergangen. Wir müssen euch hier rausschaffen. Und zwar schnell. Aber jetzt, ganz schnell. Folgt dem Weg bis ins Dorf Bohr. Sucht nach Agard. Er ist ein Freund. Vielleicht kann er helfen. Und was auch geschieht, ihr müsst überleben. Ja. Her, der Kleine, gucken dir an. Alles klar. Aber jetzt ist doch hier wieder alles... Ach, hör da auf, jetzt ist ja wieder alles hier verhagelt. Wo laufen sie denn? Da geht's nicht weiter. Okay, einfach mal gucken, aber ist ja sehr linear irgendwie das Ganze. Warte mal, ich muss hier mal kurz nochmal zurück. Hier, zupp, sonst sieht man wieder nicht, was da im Chat vielleicht los ist. Mach mal auf die Tür. Komm, und die andere auch. Ja, Spurti, Spurti. So, Spurti, Spurti, Kämpfe, Kämpfi. Ach, scheiße. Das hat gesessen, mein Freund. Guck mal, da kriegst du nochmal so einen Sturmbolzen da reingedrückt hier ins Gebälk. Und schon, ja. Da ist eine Kiste. Nehmen wir alles mit. Ich weiß gar nicht mehr, ob man hier auch Sachen verkaufen kann später oder ob das bloß tatsächlich für den Plunder ist, also für die Tonne. Na los, du Monstrum, reiß diesen Turm in Stücke! Sagt wer? Lass mal ruhig, muss nicht sein. Also du kannst ihn auch ganz lassen. Kleiner, ach du Scheiße, wer bist du denn? Oh oh. Ja gut. Eieieiei. Fuck, warum? Junge, roll doch einfach. Ja, ja. Holla, die Waldfee. Aua. Alter, du bist echt ein bisschen lahmarschig, mein Freund. Ich müsste mal einen Schluck nehmen hier. So, Schluck. So, und der Felstroll ist jetzt hier dagegen immun, oder wie? Nee, nicht so wirklich, aber so richtig. Au. Das mag er nicht so. Ein bisschen in den Arsch gestrahlt. Nehmen wir doch mal einen Mana-Trank, das ist gut. Komm her, dann brutzeln wir dich noch ein bisschen. Alter. Jawohl. Bupp-di-bu. Also er ist manchmal ein bisschen sehr lahmarschig hier mit der Durchführung von seinen Rollen und so. Wisst ihr, den haben wir ja auch noch ganz vergessen. Jetzt grillen wir ihn hier. Oh, wo hat er den her? Krass, wo hat er den jetzt hergezogen?
Er hat's kommen sehen. Ganz klar. Okay, was hat denn so ein Felstroll mit dabei? Oh, knappes Ring, trübe Schutzscherbe. What is this? Kupferband, das Magiegetränkt ist. Ja, kann man machen. Gibt richtig Kohle. So. Jetzt hauen wir uns hier mal den Ring. Das Accessoire. Huch. Nein. So. Anfänger. Waffen. So, die Eisendolche. Was macht denn der Stab? Der macht 17. Ah, und das war das, dass die Dinger hier... Wieso kann ich hier nichts mehr zu Plunder hinzufügen? Bin ich voll mit dem Plunder? Okay. Das ist mächtig. Ein Gemmenbeutel. Ein Beutel voller Kristallscherben, wie sie beim Gemmenschleifen verwendet werden. Mhm. In dieser Kristallscherbe pulsiert die mystische Energie des Schutzes. Kombiniere sie auf einem Gemmenschleifaltar mit anderen Scherben, um einfassbare Gemmen zu schleifen. Erschaffen. Wie auch immer. Ein Monatsbericht. Haben wir den schon gelesen? Ja. Haben wir. Okay. Weiter im Text, würde ich sagen. Okay, dann mal raus hier aus diesem Turm. Ab in die Freiheit. Also mehr oder weniger, würde ich sagen. Das Großschwert ist die langsamste aller Nahkampfwaffen. Verursacht aber auch den meisten Schaden. Für weite und geschwungene Angriffe gedacht. Okidoki. So, jetzt ist das Ding jetzt hier hinüber, ja? Quasi. Okay. Liegt schon wieder inne. Gorhard und Stufenaufstieg. Na, gucken wir doch mal. Stufenaufstieg. Okay, geil. Alchemie. Schmiedekunst. Zack, haben wir schon hier den ersten. Da gibt es ja eine ganze Menge. Alchemie. Ein gescheitertes Experiment ergibt nun einen stabilen Trank. Erhöhe deine Chance, Reagenzien erfolgreich zu ernten. Okay, Schmiedekunst, dass man halt eben Komponenten finden kann. Sehr gut. Sinnesschärfe ist auch gut. Verringert die Schwierigkeit beim Schlösserknacken. Ist nie verkehrt. Ah, gut. Überzeugung. Besprechungsgelder für Verbrechen sind okay. Ja, Gemmenschleifen, ja, das ist auch nicht unwichtig. Tja, was machen wir? Sinnesschärfe. Gegner und andere Charaktere werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Oder wollen wir schmieden? Ist halt die Frage, was wir jetzt machen. Alchemie? Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man da so viele Tränke machen muss oder so. Oder ob das einfach nicht so interessant ist. Gegen andere Schlösserkunde. Ja, als Krieger bist du doch eigentlich immer schon da. Händlerüberzeugung. Ich nehme mal Schlösserkunde. Nee, ich nehme Sinnesschärfe. Ja. Okay. Ah, nice. Was haben wir jetzt hier? Okay. Langschwertmeister. Brutale Bewaffnung. Spalt. Schaltet aufgeladene Spalt. Und ein Hammer. Kometenschlag. Achso, jetzt gibt es hier Raffinesse. Waffenangriff. Oh Gott, jetzt weiß ich. Ach, scheiße. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was jetzt hier so los war. Sind es jetzt hier 3 Punkte insgesamt? Haben wir jetzt hier, warte mal, hier einen Punkt? Ja, okay. Es sind 3 Punkte, die wir insgesamt haben. Arkane Bewaffnung. Und die Chakrams. Chakrame, die waren, glaube ich, ziemlich geil. Okay, Zepter. Ich will ja eigentlich einen spielen, der Haut drauf macht. Und der ist eigentlich auch nicht besonders raffiniert. Okay, Dolche und Feinklinge.
Dolche. Bogen ist natürlich geil, aber so als Krieger, ich weiß nicht. Du webst deinen Ausbruch von Schattenmagie, um Gegner in einem Bogen vor dir, zu verwunden? Was? Du webst einen Ausbruch von Schattenmagie, um Gegner in einem Bogen vor dir zu verwunden und ins Straucheln zu bringen. Ah, um eine Salve von Schattenklingen abzufeuern. Okay. Assassinenkunst. Ja, das sind wir eigentlich auch nicht. Wir sind eher so hier der Druffhauer. Okay. Schalter aufgeladen für das Langschwert. So, das haben wir. Die Kombination aus perfekter Technik und roher Kraft verleihen deinen Langschwertangriffen zusätzliche Schadenswirkung. Reine Muskelkraft, Hammer. Okay, was haben wir hier? Schnappe dir einen Gegner und ziehe ihn zu dir zurück. Kann bei größeren Gegnern den gegensätzlichen Effekt haben. Und hier, deine meisterhafte Beherrschung von Schilden erhöht deine Blockresistenz beim Blocken deutlich. Also, wir machen hier auf jeden Fall mal das Kometenschlag. Lade den Langschwertangriff auf, um dich mitten unter deine Gegner zu stürzen und sie aufzuschlitzen. Okay. Nächste Stufe wäre... ist egal. So, Langschwert. Und dann machen wir das noch. Jo. Was haben wir jetzt an Quests? Hauptquests haben wir. Achso, ins Licht. Und jetzt müssen wir nach Gorhard tigern. Gut, dann tigern wir nach Gorhard. Aber dazu muss ich erstmal mein Schwert ausrüsten, würde ich sagen. Ja, das Langschwert. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht, brauchen wir oder haben wir damit aber jetzt... Ah, guck mal hier. Glutaugen. Einige Reagenzien sind schwieriger zu ernten als andere. Investiere Punkte in das Talent Alchemie, um deine Fähigkeit, Reagenzien zu ernten, zu verbessern. Okay. Alles klar. Da funkelt was. Was bist du? Tauchen. Ha! Nice! Das ist ja cool. Gucken wir mal, was wir hier gekriegt haben. Rüstung des Verrats. Das ist doch bestimmt so ein Schurkenteil eigentlich. Machtraffinesse. Ja, Raffinesse ist ein Schurkenteil. Huch. Komm, das lassen wir mal. Moment, da war doch noch was bei Techniken. Hier, genau, Techniken. Okay. Ein verzögerter Angriff mit dem Langschwert, der deinen Gegner in die Luft schleudert. Also drücken, also schlagen, Pause, schlagen. Kometenschlag. Aha, gedrückt halten und dann aufs Maul. Okay, mit dem Hammer. Hammer haben wir nicht, zwei Hände haben wir auch nicht. Okay. Gut. Dann gucken wir mal. Was sind denn Fähigkeiten? Achso, Fähigkeiten sind Fähigkeiten, ist ganz klar. Kommen wir hier auch wieder hoch? Nein. Okay. Muss man also aufpassen, wo man hier... Da ist eine Höhle. Wollen wir da mal rein? Ja, Ratten. Komm, Ratten kriegen wir. Ratten sind jetzt nicht so schwer bestimmt. Aua. Du Kackratte. Scheiß Viecher. Ei. Okay, da muss ich noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen besser werden. Ah ja, sehr leicht, Talentschlösserkunde 2. Da bräuchten wir 2. Aufbrechen sind 90%. Wir gucken mal, ob wir sie knacken können. Verwende RS, um den Winkel des Dietrichs anzupassen. Verwende LS, um den Schieber zu bewegen. Befindet sich der Dietrich im richtigen Winkel, öffnet sich das Schloss. Okay. Skyrim lässt grüßen.
Na? Guck an. Eisendolche, einfache Erfahrungsstärke. Und okay, und ein Hammer. Aber ein Hammer wird extrem langsam sein, glaube ich. Was bist du jetzt? Hämmer sind Kriegswaffen, die sich perfekt dafür eignen, irgendwas zu machen. Ja. Bannen, okay. Dann bann mal. Drücke A, sobald der Cursor auf einer Glyphe ist, um sie zu durchbrechen. Glyphen schließen sich nach einer Weile wieder. Verfehlst du eine, schließen sich alle. Okay. Manche Glyphen schließen sich schneller als andere. Achte auf die Reihenfolge des Durchbrechens. Durchbrich alle Glyphen, um den Schutzzauber zu bannen. Alles klar. Okay, hat anscheinend funktioniert. So, was hast du jetzt hier noch? Studiosus Schuhe. Ha, 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 ha. Ja, ist okay. Okay, haben wir nicht. Nehmen wir trotzdem mit. Also hat sich hier ein Studiosus quasi in Gefahr begeben. So, jetzt machen wir hier die... Jo, easy, ne? So, kann man auch mal so machen. Was haben die Ratten jetzt dabei? Jolt. Trank der Lebensregeneration. Was Ratten halt so mit sich führen. Und nochmal Gold. Und hier nehmen wir nochmal den Pilz mit. Ah, da müssen wir wahrscheinlich wirklich ein bisschen besser werden. Sonst finden wir hier nichts. Quests hier, alles klar. Ich will hier aber nochmal kurz rüber. Und hier nochmal mit denen noch schnacken. Ich habe euch da drin kämpfen sehen. Von eurer Sorte hätten wir mehr brauchen können. Ja. Hatten sie wirklich einen Troll? Ja. So groß war der. Dieses riesige Felsding, ja. Ich weiß nicht, wie die Tuata uns gefunden haben, aber wenn sie einen Troll dabei hatten, war es sicher kein Zufall. Das Schicksal war gnädig und hat diesen Durchgang hinter euch einstürzen lassen. Sonst hätten sie uns weiterverfolgt. Schicksalsweber. Wer sind denn Schicksalsweber? Schicksalsweber? Pah, Scharlatane. Hughes schwört auf sie, aber ich will verdammt sein, wenn ich meine Zukunft ein paar Karten anvertraue. Ah, okay, stimmt. Ich erinnere mich, es gab so Karten, die man da noch irgendwie hatte, glaube ich. Ja, wieso? Tarotkarten, glaube ich. Wir haben hier mit dem Bau begonnen, als in den Minen in der Nähe Prismere gefunden wurden. Aber wir hätten nie gedacht, dass wir so weit westlich Tuata zu Gesicht bekommen würden. Hm. Der Quell war fantastisch, aber es erforderte Unmengen an Prismeren, um das Ding aktiv zu halten. Deshalb haben wir es so nahe bei den Steinkerzenminen errichtet. Es wurden sogar Tunnel angelegt, um die Kristalle direkt zum Quell zu bringen. Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht sicher ist. Damit hatte ich wohl recht. Mal wieder. Du bist, glaube ich, Lumpf, ne? So, Hughes? Hughes ist weggelaufen, sagt ihr? Da würde ich mir keine Sorgen machen. Der alte Mann ist zäher, als er aussieht, und er hat immer einen Plan. Mhm. Was mit den Trollen? Eigentlich sind sie eine Art von wilden Feien, die mit denen des Hofes des Sommers und des Winters verwandt sind. Sie sind schon ungebändigt gefährlich genug, aber die Tuata setzen sie auch in ihre Armee ein. Mhm. So, Tuata? Ich traue Feien grundsätzlich nicht, aber diese Tuata sind die schlimmsten. Sie führen seit Jahren eine Art heiligen Krieg gegen die Menschen und die Alpha. Aber die Front liegt weit im Osten. Was haben sie hier vor? Und wie haben sie von diesem Ort erfahren? Hm. Das ist eine gute Frage. Das alles mir. Ich hab die Scheiße rausgebracht, also gehört's bei mir. Ja, wer bist du? Noch ein Überlebender? Ja. Aber ich habe euch nie im Turm gesehen. Wart ihr einer der Assistenten des Professors bei den Projekten da unten? Mehr oder weniger. Ist er zusammen mit euch entkommen? Er hat sie für mich abgelenkt. Das passt zu ihm. Professor Hughes war sehr gewitzt. Will sagen, ist... Er ist sehr gewitzt. Ja. Er hat bestimmt einen Ausweg gefunden. Ganz sicher. Ah, sicher.
Ja, was sagen die jetzt so? Oh, ihr meint Agathe. Ihr besucht Hughes hin und wieder. Aha. Ich habe nie herausgefunden, warum die beiden miteinander auskommen. Denn er ist zwar freundlich, aber ein wenig seltsam. Ja, wie ihr alle. Ihr müsst ihn in Gorhard finden. Einfach die Straße entlang, hinter den Ruinen. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Okay. Alistar ist abgelegen genug, um nur wenige Besucher anzuziehen. Und bei unseren Forschungen bedeuten weniger Besucher auch weniger Fragen. Da ist was dran. Was mit dem Seelenquell? Brillante Idee, dieser Seelenquell. Holt Tote aus dem Äther, baut ihre Körper neu auf und erweckt sie wieder zum Leben. Zumindest sollte er das tun. Jetzt erfahren wir wohl nie, ob er funktioniert hätte. Tja, also ich bin das Beispiel, also das Lebende, mehr oder weniger, dass er funktioniert. Wir wussten alle, dass Fromorus ein Genie war. Aber ich gebe zu, ich hatte meine Zweifel, ob er es schaffen würde, Tote wieder zu erwecken. Die Tuata waren anscheinend nicht sehr erfreut, dass es funktioniert hat. Was sagst du denn zu den Tuata? Ich verstehe die Tuata einfach nicht. Ich meine, die meisten Feen sind nicht gewalttätig. Die wilden Feen manchmal schon, aber auch nicht mehr als normale Waldtiere. Aber die Tuata sind so eine Art Kult unter den Winterfeen. Bevor sie in Eratel einmarschiert sind, hätte sich niemand vorstellen können, dass Feen jemals in den Krieg ziehen würden. Und sie tun es doch, ne? Wir müssen mir sicher sein. Tschüssikowski. Zumindest für... So, ihr habt hier Haufen Kisten rausgebracht und da ist nichts drin, oder was? Wollt ihr mir sagen? Sterndistel. Ah, scheiße, wir sind da echt zu schlecht noch. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aura Hanri. Was sagst du denn? Mitaro sei Dank, noch ein Überlebender. Gibt es weitere? Ich habe niemanden leben lassen. Nee, die Tür ist eingestürzt. Da war das Schicksal wohl gnädig. Ja. Mögen jene, die im Inneren gefangen sind, in Frieden ruhen. Ja. Gute Nacht. Was, also hier... Schicksalsweberin. Heute sieht man nicht mehr viele Schicksalsweber. Aber sie waren sehr beliebt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Meine Eltern haben sogar einen angestellt, der sie beraten hat, was die Erziehung von mir und meiner Schwester anging. Aber dieser Tage kann man froh sein, wenn man in einer großen Stadt auch nur einen einzigen Schicksalsweber findet. Die meisten sind vertrieben worden. Ja. Das hier sollte ein schöner, abgelegener Hain sein. War wohl nicht. Nee. Da hat einer Schmerzen. Der Quell war ein wunderbarer Traum. Das Ende des Todes und seiner Tragödien. Er hätte jeden Krieg sinnlos gemacht. Er hätte die Welt retten können. Wir hätten wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Jetzt haben unsere Freunde den Preis dafür bezahlt. Was ist denn mit Hughes? Fomorus Hughes war einer der klügsten Köpfe unserer Generation. Der Seelenquell war ein Traum. Fast zu schön, um wahr zu werden. Und die Tuata? Wer weiß schon, warum die Tuata die Sterblichen hassen? Wer weiß überhaupt, warum Feen tun, was sie tun? Tja. Da ist was dran, Mäuschen. Wir ziehen bald los. Trampelt ihr das Gras nieder oder sieht das nur so aus? Nee, das sieht nur so aus. Remy Kallas, steh mal auf. Wir sind hier sicher, oder? Jo. So, mit dem haben wir schon gesprochen. Zumindest für eine Weile. Und wer bist du, Cloud? Habt ihr andere Überlebende gesehen? Ich habe da leider nicht ganz aufgepasst, mit wem wir schon gesprochen haben und wem noch nicht. Oh, ein Hirsch. Komm, Hirschi, Hirschi. Du siehst komisch aus. Immerhin macht er nichts, der Hirsch. Da hinten ist noch was zum Tauchen. So. Sprutzel, Sprutzel. Ja gut, zumindest greifen die eigentlich nicht an. Das ist halt die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Ah doch, wir können doch was ernten. Okay, ein bisschen geht. Ein bisschen was kriegt man raus. Edle Eisendolche. Na, guck mal einer an. Wie edel sind die denn? Wappnender Hammer.
Geschwindigkeit sehr langsam. Zwölf. Krass. Die machen schon gut Schaden, die Teile. Komm, die nehmen wir jetzt mal. Ist egal. Es geht ja erstmal jetzt ums Schaden machen auch. So. Was denn da so grün? Was bist du denn? Ein Mitaru-Schrein. Aha. Vorübergehenden Bonus. Verschiedene Gottheiten gewähren deinem Charakter auch unterschiedliche Boni. Okay. Klink. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Als Maulbär. Hoho! Ah. Mal gleich mal. Ich erinnere mich, seid ihr es? Wer bist du? Wie seid ihr zurückgekommen? Wie habt ihr mich hier gefunden? Ey, ich hab dich nicht gesucht. Nö. Wusstet ihr von dem Angriff? Nein. Ich hatte keine Ahnung, dass so etwas passieren würde. Hier. Der Seelenquell ist mehr als das Steckenpferd eines einzelnen Gnoms. Mein Arbeitgeber bezahlt für Informationen über seine Fortschritte. Ich schicke die Berichte nur, um nebenher etwas Geld zu verdienen. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Bist du ein Verräter oder was? Ja, wem habt ihr Bericht erstattet, ist doch eigentlich die interessante Frage. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen, ganz bestimmt. Forschungsergebnisse zu teilen ist eine Sache, aber akademische Sabotage ist ein Verbrechen. Ja. Ich will mich ja jetzt nicht bestechen lassen eigentlich, ne? Von dem Typen da. Ja. Das ist jetzt doof. Also er hat ja eigentlich, er hat uns ja verraten. Er hat ja alle verraten. Verschwindet einfach. Das ist eure Schuld, Zeit zu sterben. Aber wenn wir den jetzt umbringen, dann finden wir ja nicht raus, wen er Bericht erstattet hat, oder? Verschwindet einfach, komm. Danke, danke. Hier, nehmt. Das ist die Bezahlung für meinen letzten Bericht. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich gehe zurück nach Hause, nach Odessa. Ha. Zum Glück sind wir Hughes und seinen verdammten Quell los. Willst du noch lang machen, den Typen? So etwas ist in Odessa nie passiert. Nee. Okay. Hat er Glück gehabt. Der kleine Scheißer. Ja, ist jetzt die Frage, was jetzt besser gewesen wäre, ihn zu töten oder zu sagen. Ist okay so. Da hinten ist noch ein Schrein oder was ist da hinten? Ach so, lol. Die Karte ist manchmal ein bisschen tricky. Hier waren wir schon, hier liegt der tote Hirsch. Da ist noch einer. Und noch einer. Ja, fuck off. Da kommen wir gerade her. So, und hier sind, was seid ihr denn für Viecher? Ein Wolf. Eieiei. Aua. Britzel, Britzel. Naja, das klappt ja teilweise schon gar nicht mal so schlecht. Eine Lederkopfbedeckung. Naja, besser als nichts, wa? Naja, sehen wir so ein bisschen aus wie der Tod auf Latschen, aber besser als nichts. Steinkerzenminen. Okay. Naja, also die. Die wollen ja entdeckt werden, wa? Die
Die wollen ja wohl entdeckt werden, die Stein-Hoshi-Minen hier. Geht's hier irgendwie durch? Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber erstmal da lang. Mal gucken, da kann man irgendwo runterhüpfen. Vielleicht haben wir jetzt aber auch... Ah ne, alles klar. Au! Scheiße, voll ins Bäreneisen. Jo. Oh, Dolche der Fertigkeit. Nice. Gleich mal gucken, was die können. Nüscht. Ja, sind halt, machen halt noch 3% Volltrefferchance, aber die können mal weg. Der Hammer kann auch mal weg. Wump. Okay, hier können wir dann später bestimmt runterhüpfen, genau. Ah, das ist doch bestimmt... Warum ist denn das so dunkel? Wenn ich hier hingucke, da sieht man doch im Stream gar nichts, oder? Why? Ich weiß es nicht. Ich muss dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen gucken. Das tut mir sehr leid. But it is what it is. Ich hoffe mal, dass diese Reagenzien ja irgendwann wieder nachwachsen. Und nicht einfach nur so eine One-Hit-Wonder sind, die dann irgendwie verschwinden. Das fände ich nämlich nicht so geil. Ha, Bruder. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn dann irgendwann, wenn man dann diese Fallen ein bisschen besser sieht, wäre das nicht schlecht. Da oben ist eine Truhe irgendwo. Die hätte ich schon gerne, muss ich sagen. Kobold. Ei. Die, glaube ich, sind schon ein bisschen stärker. Au. War da noch einer lebendig? Nee. Die machen irgendwie schon ein bisschen Aua. Gut, weiter geht's. Kein Loot, kein Nischt. Leben ist als Abenteurer, was auch nicht mehr das, was das früher mal war. Da kommt einer angerannt. Halt's Maul. Okay. Denn die mal alle aus der Erde so raus. Boah, puh, was ist denn hier, ey? Au. Aua. Ich müsste öfter mal blocken, glaube ich, ne? Hahaha, daneben. Boah, schön reingerollt. Das war kritisch. Ja, die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Also Schaden im Sinne von ein bisschen aufpassen hier bei den Pennern. Was habe ich denn jetzt genommen? Befähigende Handschuhe. Jo.
Nehme ich. Die Schuhe vom Studioso, die können wir weg. Ha. Da passt sogar noch was rein, was man dann sockeln könnte. Das ist ja nice. Aber ich vergesse echt immer zu, blocken. Das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Birkenholz-Faustschild, primitiver Bronze-Talisman. Kann man den da... Ja, genau. Sehr schön, den kann man in so ein Schild stecken. Aber erstmal, huch, will ich das hier alles aufnehmen. Mal gucken, wie der Schild ist. Ach nee, das ist... Na doch. Nö, der ist nicht so gut. Und den... ach scheiße, geht noch gar nicht. Plus 6 Zauberkraft, okay. Hier noch was gekriegt, Reagenzchensack. Ach so, okay, da sind noch verschiedene Sachen drin. Mhm. Könnten wir einen Lebenstrank snacken. So. Aha. Oh, da sind wieder so ein paar von den Hoshis. Dann machen wir mal ein bisschen sneaky, sneaky. Ja, aber es wird nix. Ah, na klar, Alter, wie geht denn sowas? Hallo? Hallo? Alter, roll doch mal bitte weg. Also das verstehe ich nicht so ganz. Obwohl ich hier wegrolle, sagt er hier? Nö. Hat er keinen Bock drauf. Finde ich ein bisschen komisch, ein bisschen schade. Aber vielleicht ist auch bloß einfach Timing. Da muss man ein bisschen üben noch. Gut, das war wieder einfach. Standhafter Handwickel. Okay, mal gucken, was die können. Mana. Ja, die sehen auch ein bisschen geiler aus. Passen so ein bisschen besser in das ganze Ding rein, nicht? So, können wir gleich wieder einen Heiltrank nehmen. Ein bisschen besser aufpassen, vielleicht ein bisschen... Bisschen besser das Ganze machen. Helm des Antivenins. Steinkerzenprotokoll. Was ist das denn? Dieses dicke Buch ist in Leder und Stahl gebunden. Okay, nehmen wir alles. Ja. Mana, 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 Mana. Achso. Steinkerzenprotokoll. Ja. Ah. Protokoll der Steinkerzenminen. Aus den akribisch genauen Einträgen zu Arbeitsschichten und abgebauten Prismärmengen stechen einige persönliche Einträge hervor. Dritter Winter 203. Die Suchgruppe Secundus hat einen erstaunlichen Fund gemacht. Entgegen der Ergebnisse früherer Begegnungen zeigen die Steinkerzenhöhlen in Alistar Zeichen einer seltenen Prismäreader. Diese Kunde und einige Proben wurden per Kurier in das Forum nach Adessa gesendet. Die Antwort kenne ich bereits. Kauft das Land, tragt es ab, sprecht mit niemandem darüber. Nachdem alle mit dem Krieg beschäftigt sind, wird niemand eine weitere Mine auffallen und wir werden ein Vermögen machen. 1. Frühling 204. Templer Octien hat nicht nur die Errichtung der Steinkerzenmine gefordert, sondern auch persönlich den Bau eines neuen Laboratoriums in Alistar finanziert. Das sollte die nahegelegene Stadt davon abhalten, allzu viele Fragen über die Mine zu stellen, auch wenn wir ein zweites Protokoll führen, aus Vorsicht vor neugierigen Augen. Leider führt das zu einem bestenfalls laxen Berichtswesen. Man kann nur hoffen, dass sich dies nicht schlecht auf unsere Beurteilung auswirkt. 2. Herbst 207. Ein neuer Gelehrter ist heimlich, still und leise am Turm von Alistar eingetroffen.
Octien ließ Nachricht senden, dass die Forschung von Fomorus Hughes zu wichtig seien, um von Angelegenheiten des Tagesgeschäfts gestört zu werden. Er sagt uns aber nicht, worum es bei diesen Forschungen geht. Die Kobolde sind derweil weiterhin ein großes Problem und fallen regelmäßig am Höhleneingang unserer Arbeiter an. Wir haben zu wenig Prätorianer, um mit einem ganzen Rudel dieser Biester fertig zu werden, und ich werde gewiss nicht zulassen, dass sie hier unten Vergorta stationieren. Es ist schon schlimm genug, im Dunkeln zu arbeiten, ohne dass sich eines dieser verrückten Knochenwesen von hinten an einen anschleicht. 1. Frühling 210. Die ersten Verbindungsstollen zwischen der Mine und dem Turm von Alistar sind fertiggestellt. Sie müssen noch gestützt werden, aber bald können wir den Prismär geradewegs ins Labor bringen, ohne uns um Kobolde oder neugierige Außenseiter zu sorgen. Und gerade rechtzeitig, denn es gab Berichte, dass im nahegelegenen Wald Soldaten herumlungern. Wissen Sie denn nicht, dass die Front am anderen Ende der Feienlande liegt? Anscheinend nicht. So, what's hier in der Rüstung? Achso, dieser komische Helm. Blockeffizienz, Giftresistenz. Naja, nö. Okay, okay. Eine mittlere Truhe. Na, da bin ich ja gespannt. Fuck, jetzt ist der erste Dietrich tatsächlich durch. Naja, du. War jetzt auch nicht so schwer. Okay, okay. Ich hätte ja gern diese Truhe da oben irgendwie gehabt, aber ich weiß nicht. Warum ich die nicht gekriegt habe. Nun gut. Sei es drum. Wir gehen mal wieder in den Wald hinaus. Und eigentlich müssten wir ja mal die Hauptquest ein bisschen weiterführen. Hier liegt eine Truhe, oder? Eigentlich hier außen rum. Achso, das war noch dieser Fraß von den Wölfen. Aha. Da, look at this. Eine Baumwollkutte. Siehste, siehste. Okay, also. Das hat sich dann schon gelohnt, dieses Sinneschärfen oder was das war. Okay, gehen wir mal weiter. Oh. Wanderer. Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mhm. Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Sorry, Agat, hatte Durst. Hughes hat mich zu euch geschickt. Tatsächlich. Der arme alte Fomorus Hughes. Ja. Er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. What? Wieso denkt ihr, sei er tot? Die Karten hatten mir verraten, dass der Seelenquell funktionieren würde. Mhm. Aber auch, dass der Tag von Hughes Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Er hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Mhm. Was ja eigentlich prinzipiell schon mal nicht verkehrt ist. Also, teilweise. Die Karten? Ihr wisst wirklich nicht besonders viel, nein, oder? Ein Schicksalsweber greift die Fäden des Schicksals auf und kanalisiert diese Energie durch einen Fokus. Mhm. Mein Orden bevorzugt dafür die Karten. Und da wir alle das Gewebe unterschiedlich sehen, besitzt jeder Schicksalsweber einzigartige Karten. Okay. Ja, ich bin in dem Turm aufgewacht. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Was? Oh oh.
Arschloch-Alarm. Führe Spezialangriffe aus und besiege Gegner, um Fäden der Schicksalsenergie zu sammeln. Ja. Daneben. Okay. Noch mehr. Naja, dann. Okay, wenn deine Schicksalsleiste voll ist, pulsiert das Schicksalssymbol. Dann kannst du deine Schicksalsenergie nutzen, um den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Revenge. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du deinen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Okay, halte Trigger links, rechts gedrückt, um jetzt die Macht... Okay. Ja. Wenn du Gegner im Abrechnungsmodus besiegst, beginnen ihre Schicksale sich aufzulösen. Alter. Bewege dich nah an einen Gegner heran, dessen Schicksal sich auflöst, und drücke A, um einen Schicksalsbrecher auszuführen. Du verbrauchst dabei deine verbliebene Schicksalsenergie, um alle Gegner, deren Schicksale sich auflösen, zu vernichten, und erhältst Erfahrungsboni. Okay. Ja. Habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, nu. Haben wir mal ein bisschen rasiert. Okay. Da muss man also aufpassen mit dieser Leiste. Ich wäre jetzt dafür, dass wir mal eine Runde speichern. Schadet nichts. Was? So. Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Tja. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe es einfach getan, weil ich es kann. Ihr habt es einfach... Ja. Das Schicksal ist der Wille der Götter. Ja. Kein Sterblicher sollte in der Lage sein, es zu verändern. Wie ist das überhaupt möglich? Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Okay, das klingt fair. Ihr seht immer den Tod voraus. Es ist eine Gabe. Manche Leute malen Landschaften, andere schreiben Gedichte. Und ich blicke eben in das Gewebe des Schicksals und sehe Leute sterben. Ja gut, darum schickt ihr mich Hughes? Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Okay. Na schön, zeigt mir mein Schicksal oder ich glaube nicht an Schicksal. Das ist tricky. Tja, wir sind Seefahrer. Oder sind wir Seefahrer? Glauben wir an Schicksal? Also ich persönlich glaube schon irgendwie an Schicksal. Von daher aber, was ist jetzt hier mit dem... Mit unserem Haudegen hier. Glaubt ihr an Schicksal? Wenn es ein Seefahrer ist, die glauben doch eigentlich nicht an Schicksal. Die glauben doch eigentlich eher an göttliche Vorhersehung oder Vorbestimmung oder keine Ahnung. Aber ist das Schicksal? Ich glaube nicht an Schicksal. Das macht nichts. Ich erzähl's dir trotzdem. Aber ich kann sehen, dass ihr nervös seid. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Okay. Ich werde euren Faden im Gewebe des Schicksals sehen können. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Okay. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ihr seht mein Schicksal nicht? Ich bin real, ihr seid doch betrunken.
Was? Ich bin real, ihr seid doch betrunken. Ihr seht mein Schicksal nicht? Es ist immer schwierig, das Gewebe des Schicksals zu deuten. Es ist ständig in Bewegung. Manchmal ist es schwer zu erkennen, aber es ist zweifelsohne da. Eures allerdings fehlt. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist. Und damit sage ich nicht, dass ich das glaube. Dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Aha. Schicksalsloser, als kürzlich Wiederbelebter ist dein Schicksal noch ungeschrieben und du selbst hast die Macht, es nach deinen Vorstellungen zu schmieden. Das sind wir gerade. Schurke. Im Gegensatz zu den meisten Kriegern, Amalos bevorzugen Schurken Angriffe aus sicherer Entfernung, Hinterhalte, bla, nee. Akolyt sind wir auch nicht, wir sind eher ein Zänker. Wir sind Nahkämpfer. Ja. Das sind wir. Jetzt machen wir nämlich hier auch gleich noch mehr Nahkampfschaden. So. Ihr seid nicht besonders gut darin. Aber wir sagen erstmal, was habt ihr gesehen? Ich kann die Fäden sehen, die euch umgeben, aber sie verändern sich. Und zwar so schnell, dass ich aus ihnen einfach nicht schlau werde. Normalerweise würden die Fäden meine Hand zu den Karten führen und sie würden es mir ermöglichen, euer Muster im Gewebe zu deuten. Aber das ist nicht geschehen. Sie wollten sich einfach nicht ausrichten. Also stimmt entweder mit mir etwas nicht, was nicht der Fall ist, oder mit euch stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Also es liegt ja garantiert dann an dir. Ganz klar. Was hat denn das zu bedeuten? Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Also sehr, sehr psychologisch. So. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Alles klar. Auf jeden Fall ist interessant, dass du dich unterhalten kannst, ohne deine Lippen zu bewegen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Stimmt denn mein Schicksal eigentlich nicht? Genau das ist die Frage, Kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt. Aber deshalb besuchen wir ja auch Aden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Jolvan. Wir treffen uns dort. Alles klar. Agard, was sagst du denn so zu dir selber? Einst war ich Agard, der Unbeugsame, die Klinge von Avgrun. Ich habe die Kolossuspriesterin niedergerungen und die Ritterschaft ausgeschlagen, die mir der Hochkönig der Feien anbot. Ich war ein Held der Menschen. Das genügte mir nicht. Ich schloss mich den Schicksalswebern an, um einen Weg zu finden, die Vorsehung selbst zu bezwingen. Ich musste allerdings erkennen, dass sie das Einzige war, was ich nicht bekämpfen konnte. Aden? Ihr findet Adens kleine Karte mitten in Jolvan. Er musste dorthin ziehen, nachdem er aus dem Dorf gejagt wurde. Er ist ein verdammt guter Schicksalsweber. Aber man macht sich dadurch nicht unbedingt beliebt. Vor allem nicht in dunklen Zeiten wie diesen. Da hast du recht. Hughes war schon immer ein seltsamer Kerl. Natürlich war er ebenso neugierig und entschlossen wie alle anderen seines Volkes auch. Er konnte ununterbrochen über seine Arbeit reden. Aber er wusste auch immer, was wirklich wichtig ist. Er hatte keine Angst vor dem Tod, solange er sich nur sicher sein konnte, dass der Quell funktioniert. Deine Lippen, Bruder. Beweg doch mal deine Lippen. Sieht besser aus. So, Schicksal. Wir alle sind Fäden im Gewebe des Schicksals. Abgemessen, eingewoben und zurechtgeschnitten, um in einen Gesamtentwurf zu passen. Die Aufgabe der Schicksalsweber ist es, diese Fäden zu deuten. Unser Titel war immer eine grausame Lüge, denn wir haben keinerlei Kontrolle darüber, welche Form das Gewebe annimmt. Ihr jedoch schon. Und wenn ein Schicksalsweber euren Platz im Gewebe betrachtet, dann sieht er nur die Umrisse dessen, wozu euch eure Entscheidungen machen könnten. Okay. Dann sag mal noch was zu den Schicksalswebern, also zu deiner Zunft. Die Schicksalsweber waren einst ein bedeutender, geeinter Orden aus Weisen sämtlicher sterblicher Völker. Wir haben die Schicksale von Königen und Göttern vorhergesagt. Doch diese Macht hat einen Preis.
Niemand mag schlechte Neuigkeiten, aber leider bleiben sie in einer Welt, die immer unsicherer wird, nicht aus. Also hat sich der Orden schon vor langer Zeit zersplittert. Jetzt sind die alten Traditionen nahezu verloren. Und alles, was ich noch vorhersage, ist das Schicksal meines Bieres. Und ich sehe voraus, dass es bald leer sein wird. Jo. Meins auch. Schlimm sowas. So, Tuata, und dann sind wir durch. Die Tuata sind anders als alle Feinde, die ich je kennengelernt habe. Sie sind grausam, blutrünstig und wild. Sie sind im Grunde wie Menschen. Ade. Was könnte das alles nur bedeuten? Tja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage und das werden wir aber auch rauskriegen im Laufe der Zeit. Ah, jetzt hat er da hinten auch den Eingang schon verzeichnet zu der Höhle da oder zu der Mine, ist mir gar nicht aufgefallen. Also Leute, auf jeden Fall, ich speichere jetzt hier nochmal und ich mache für heute Schluss, weil ich muss hier anscheinend noch ein bisschen was einstellen. Mir gefällt es hier noch nicht so ganz. Das Bild im Stream ist viel zu dunkel und ich weiß leider nicht warum. Und das möchte ich gerne noch rauskriegen und ändern. Verbessern quasi auch nochmal und gucken. Also es war jetzt ja schön, dass ihr dabei gewesen seid, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Und mir macht das Spiel also unheimlich viel Spaß. Ich fühle mich hier echt so ein bisschen zurückversetzt, damals, wo ich es das erste Mal gespielt habe, mit besserer Grafik halt. Und ich spiele es weiter und ich hoffe, ich kann jetzt regelmäßig mal einen Stream machen. Also, liebe Leute, ich sag schon mal tschüss.